denn? Huch. Oh Gott, was ist, wenn da jemand reingefallen ist? Da ist doch bestimmt was passiert. Ich ruf mal lieber die Polizei. Ja, hallo, mein Name ist Karen. Ich bin hier am Canal de Grande bei der alten Brücke. Ich habe ein Fahrrad gefunden und ich glaube, dass da irgendwas passiert ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich vermute, dass da irgendwie jemand reingefallen ist oder sowas. Ja, ich weiß nicht genau, was ich jetzt machen soll. Gibt es schon neue Erkenntnisse? Ja, wir haben eine Leiche gefunden und die wurde jetzt abgeholt und wird jetzt erstmal untersucht und wir hoffen, dass wir schnelle Ergebnisse bekommen. Und was gibt es Neues zum Rad? Also anhand des Zustandes von dem Rad können wir feststellen, dass es sehr lange im Wasser gelegen hat. Außerdem hat es Schussspuren. Okay, dürfte ich mal bitte die Ergebnisse sehen? Es wäre nett, wenn Sie uns die Ergebnisse noch mal vorbeibringen könnten. Ja, mache ich. Wir melden uns auf jeden Fall noch bei Ihnen und ich wünsche noch einen schönen Tag. Ebenso. Tschüss. Rein. Schau dir das mal an. Was? Die Leiche, die gefunden wurde, ist die seit 2 Jahren vermisste Stacy von Wiesendamm. Sie wurde durch einen Pistolenschuss ermordet und ich denke, das Fahrrad, das diese Karen gefunden hat, hat irgendwas damit zu tun. Interessant, sehr interessant. Vielleicht sollten wir Karen mal vernehmen. Komm, Bingo. Lass die herholen. Können wir das Licht? Nein. Karen, du weißt sicher, warum du hier bist. Wegen diesem Fahrrad, was ich gefunden habe. Ja, das Fahrrad gehörte Stacy von Wiesdorf. Kennst du sie? Ja, sie ging auf meine Schule. Wie war denn euer Verhältnis? Nicht besonders gut. Ich wurde oft von ihr gemobbt. Wie gemobbt? Naja, zum Beispiel... Ups, das tut mir aber leid. Hast du sie deswegen getötet? Nein, was? Kannst du dir andere vorstellen, die ein Motiv dazu hätten? Naja, sie hat schon viele gemobbt. Aber ich glaube am meisten vermutlich Jessie. Dann sollten wir vielleicht mal diese Jessie herbestellen. Den Gedanken habe ich auch. Karen, du kannst gehen. Auf Wiedersehen, Karen. Dankeschön. Hallo Jessie, wir möchten dir gerne ein paar Fragen stellen. Was weißt du alles über Stacy von Wiesendamm? Ich sage gar nichts, solange meine Vertrauenslehrerin nicht dabei ist. Dann hol ich sie jetzt. Wie heißt sie? Sie heißt Frau Sommer. Gut, dann holen wir die her. Herein. Ich bin Frau Sommer. Gut, setzen Sie sich bitte. So, Jessie, deine Vertrauenslehrerin ist jetzt da. Möchtest du jetzt mit uns reden? Okay. Was weißt du über Stacy von Wiesendamm? Sie ging halt in meine Klasse und hat mich am meisten von allen Kindern gemobbt. Das Schlimmste war, wo sie... Erbärmlich. Und dabei habe ich mich auch verletzt. Mhm. Okay. Danke für deine Hilfe. Du darfst jetzt gehen. Okay, tschüss. Mit Ihnen, Frau Sommer, wollen wir nochmal unter 6 Augen reden. Ach so. Okay. Frau Sommer, Sie sind jetzt von Ihrer Schweigepflicht entbunden. Was wissen Sie darüber, dass Jessie so hart von Stacy gemobbt wurde? Also, sie hat mir mal erzählt, dass sie die Schule wechseln wollte, aber da wir gerade mitten im Schuljahr sind, ging das halt nicht, weil keine Plätze mehr frei waren. Wurde Jessie irgendwann mal bedrohlich gegenüber Stacy? Sie hat mal in einer Vertrauensstunde erwähnt, dass sie sich wünschte, dass Stacy tot wäre. Ich hasse sie. Sie ist so kacke. Was soll ich denn bloß machen? Ich kümmere mich schon darum. Ich wünschte, sie stirbt. Das würde auch einige Probleme lösen. Okay. Ist da sonst noch etwas? Nee. Dann dürfen Sie jetzt gehen. Okay. Tschüss. Schönen Tag noch. Ja. Also ich würde sagen, Jessie ist unsere Hauptverdächtige. Ja, der Meinung bin ich auch. Und was tun wir jetzt?
Es gibt, so wie ich sehe, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder vernehmen wir sie nochmal oder wir observieren sie. Okay, denk nach dem Plan. Und was sollen wir jetzt machen? Was essen gehen? Okay, let's go. Ich sage gar nichts. Das Klauen einer Akte ist kein leichtes Verbrechen. Wenn Sie jetzt kooperieren, können wir auch die Haftstrafe vielleicht verkürzen. Ihnen würden sonst 7 Jahre drohen. Wollen Sie das? Wenn Sie wüssten. Alle Kinder waren so traurig, sie waren so fertig, dass ich mich am nächsten Tag dazu entschlossen habe, im Park auf sie zu warten. Als ich sie sah, habe ich einfach geschossen. Solche Menschen braucht die Welt einfach nicht.